Wir leben natürlich in einer Welt, in der wir eine Vollversorgung mit digitalen Geräten haben. Sprich, jeder Jugendliche hat ein Handy. Jeder Jugendliche inzwischen hat ein Smartphone sogar. Internetzugang ist ständig verfügbar. Also sprich, die Jugendlichen werden groß in dieser digitalen Welt. Sie werden wie selbstverständlich auch groß in dieser digitalen Welt. Das ist das, was wir dann so Digital Natives nennen. Und das heißt also, wir müssen uns darum kümmern, dass sie das dann auch sicher vernünftig nutzen können. Die Idee Medienscouts ist, dass Jugendliche anderen Jugendlichen helfen, digitale Medien sicher, reflektiert, selbstbestimmt nutzen zu können. Beratungslehrer Medien sind im Schulalltag natürlich wahnsinnig wichtig und eigentlich unentbehrlich. Also sie müssen organisieren, sie müssen für Räume, für Zeiten sorgen, die müssen Absprachen treffen. Das ist nur die organisatorische Seite. Und sie bilden natürlich einfach auch den Rückgriff dann für die Medienscouts, also jemanden, den man fragen kann, die als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die einem dann helfen, wenn mal ein Problem auftritt. Also deshalb sind im Schulalltag diese Beratungslehrer-Medien trotz Peer-Education-Idee wahnsinnig wichtig und ich behaupte unentbehrlich. Wenn ich das nochmal zu machen hätte, würde ich einfach sofort anfangen. Mit egal, was man jetzt gerade gelernt hat, also erster Workshop, irgendwas und direkt was anbieten im siebten Jahrgang und was zum Thema Einstieg in soziale Netzwerke oder so. Ein hohes Engagement, gerade in der Anfangszeit, ist notwendig und die Bereitschaft auch die Schüler machen zu lassen und auch mal die Bereitschaft, Fehler zuzulassen, denn aus Fehlern lernt man wohlgemerkt. Insbesondere die Schüler müssen Fehler machen dürfen, wenn sie in dieser Medienscout-Aufgabe wachsen sollen. Ganz hilfreich ist es, wenn man eine Chefetage hat, die flexibel ist und die diesen Wert auch erkennt. So, wenn man das hat, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Und bei der Auswahl der Medienscout sollte man ganz gut gucken. Weil wenn das Team funktioniert und man Schüler ansprechen kann, die Spaß dran haben, dann ist das wesentlich einfacher. Ich würde Werbung machen. Auf jeden Fall, ja. So gucken, dass man von 4 auf 8 oder 10, 12 Schüler kommt. Also sich vorstellen, durch die Klassen gehen. Wir sind jetzt da, bekannt machen, Plakataktionen vielleicht auch. Und so ein bisschen teambildende Maßnahmen sind auch wichtig. Also einfach was Nettes machen, so eine LAN-Party oder wegfahren oder nach Köln fahren oder schöne Dinge tun. Schöne Dinge. Wir waren auch schon dabei, wenn wir das Kind haben. Das ist eine Übung zum Thema Meine Schule, meine Verantwortung. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen sich nochmal konkret überlegen, wo kann ich denn eingreifen? Wo kann ich handeln, wenn ich sehe, es wird gegen irgendein Recht verstoßen oder es wird irgendjemand schlecht behandelt? Wir wollen versuchen, möglichst konkret Situationen herzuleiten, die zum Beispiel Cybermobbing betreffen oder eben auch Bildrechte, um den Schülerinnen und Schülern Handlungsmöglichkeiten zu geben, wie sie in einer konkreten Situation sich verhalten können, um so einen Bewusstmachungsprozess anzustoßen. Ja, und das machen wir gerade. Ich fand es allgemein ganz schön, in die 5er- und 6er-Klassen zu gehen. Und ich fand es einfach schön, dass die dann wirklich so richtig glücklich waren, als sie dann rausgegangen sind und in die nächsten Stunden gegangen sind. Und das fand ich echt toll. Und dann halt, dass man ja untereinander so, dass wir uns so absprechen können und so, das macht extrem viel Spaß. Dann gab es auch Probleme mit dem Video, das wollte ich nicht abspielen, doch dann ging es. Wir haben es hingekriegt zum Glück und das ist zum Glück doch. Wir konnten recht schnell wieder improvisieren und das eben schnell für die einrichten. Wir sind da halt direkt eingesprungen und haben das Problem direkt an der Quelle behandelt. Wie immer bei Schulprojekten, es ist immer mehr Arbeit. Es ist etwas, was ich zusätzlich zu meinem normalen Unterricht, eventuell zusätzlich zu meinem normalen Unterricht mache. Und die Illusion, die braucht also niemand haben. Es ist tatsächlich dann
mehr Arbeit. Aber es lohnt sich. Es ist das, was Spaß macht. Es ist das, was mir natürlich auch etwas bringt. Ist natürlich ein bisschen schwer, das so zu sagen, aber es bringt mir natürlich auch Anerkennung und Wertschätzung, auch in der Schule natürlich, dass ich dann natürlich jemand bin, der auch als Lehrer akzeptiert bin, weil ich eben diese Projekte mit ihnen mache, und das erkennen dann natürlich die Schülerinnen und Schüler an. Es hängt natürlich auch immer von den Projekten ab, die sich die Medienscout AG vornimmt. Wenn ein Projekt entwickelt werden muss, kann es sein, dass auch der Lehrer, die Lehrerin relativ viel investieren muss. Wenn das Projekt quasi fertiggestellt ist und mehrfach dann umgesetzt wird, mit Klassen, mit Elterngruppen, dann kann sich der Lehrer, die Lehrerin deutlicher zurückziehen und die Schüler noch mehr machen lassen. Machen wir mal konkret, oder? Machen wir mal konkret. Wenn wir einen Workshop machen, dann planen wir den in der AG mit den Schülern. Da brauchen wir wahrscheinlich 3 Freitage für, bis wir das so geplant haben, vernünftig, ne? So einen Workshop. Und dann das Material überarbeitet haben, immer wieder reingeben, von den Schülern kritisieren lassen, dann neu überarbeiten. Also es sind dann 3 AG-Stunden, die wir auf jeden Fall brauchen, plus dann das Kopieren, da würde ich dann auch nochmal für einen Workshop mindestens 2 Stunden nochmal obendrauf setzen. Aber das weiß letztendlich auch jeder Kollege, der Unterricht vorbereitet, das ist Zeit, das muss man halt einfach so sehen, aber man zieht eben auch viel daraus. Unterstützung findet man an ganz verschiedenen Stellen. Hier in Münster ist es beispielsweise so, dass es vor allen Dingen die Erziehungsberatungsstellen sind, Familienberatungsstellen, psychologische Beratungsstellen, also auch die schulpsychologische Beratungsstelle, die eben Beratungsangebote vorhalten zum Thema Mediennutzung, Medienkonsum. Andererseits in allen Kommunen ist das die Polizei mit dem Kommissariat Vorbeugung und Opferschutz, die eben auch präventive Angebote auch für Schulen da vorhalten, die natürlich dann auch die Medienscouts nutzen können. Ganz wichtig sind natürlich eben auch die Jugendämter, die eben häufig dann auch im Bereich Schulsozialarbeit, Jugendhilfe an Schule eben dann entsprechende Fachleute auch vor Ort nochmal bieten können. Grundsätzlich für das Projekt ist extrem entscheidend wichtig, dass die Schulleitung das Projekt unbedingt will. Ein wichtiges Argument gegenüber der Schulleitung ist in jedem Fall, dass die Zahl der Konflikte in den Klassen durch die falsche Nutzung der Medien deutlich zunehmen. Dass es sehr häufig Konflikte gibt, die über WhatsApp oder Facebook entstehen und die dann möglicherweise entstehen die auch nachmittags, ne, oder abends, kurz vorm Schlafen gehen, wann auch immer, aber die finden ja in der Schule dann weiter statt. Das führt dann zur Prügelei auf dem Schulhof, das führt dann dazu, dass ein Riss durch die Klasse geht, weil eine WhatsApp-Klassengruppe entstanden ist und dabei 3 nicht mitmachen dürfen. All diese Probleme entstehen häufiger und schneller durch diese Mediennutzung, und man kann diesen Dingen begegnen, indem man präventiv mithilfe des Medienscouts-Projekts mit den Schülern arbeitet, damit sie bestimmte Dinge, die sie falsch machen, nicht immer wieder falsch machen. Meine Erwartungen sind nicht nur erfüllt, sie sind sogar übertroffen. Also meine Schüler und Schülerinnen waren total begeistert, und von morgens 9 bis nachmittags um 16 Uhr sie bei der Stange zu halten, und sie sind alle mal wiedergekommen. Ich musste da nicht hinterherhängen, und also ich war super gut zufrieden. Vor allen Dingen, dass man eben dieser Zusammenhalt zwischen Lehrer und Schüler, dass man sich wirklich noch gegeneinander auch noch was beibringt. Wissen über Medien, das man sonst so nicht hat. Halt das, was wir jetzt an die Schüler weitergeben. Dann ganz viel Moderationstechniken auch. Die Beratungslehrer lernen auch und lernen auch natürlich von uns Schülern. Das klärt einen auch natürlich auch selber auf. Das ist für einen selber sehr wichtig und gut. Hilft einem dann auch später natürlich. Und auch, um anderen Leuten zu helfen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel Eltern hat, die vielleicht nicht so gut mit dem Internet klarkommen, dann kann man denen besser helfen. Oder auch, wenn Freunde irgendwelche Probleme haben. Wir geben das Wissen ja weiter, wenn wir als Medienscouts ausgebildet sind. Und
Das ist einfach auch eine Sicherheit für uns. Wenn ich sehe, wie die in einen Workshop reingehen, wie die mit anderen Schülern umgehen, wenn ich sehe, wie die einen Workshop vorbereiten, mit welchem Engagement die samstags zu Workshops kommen und dann nicht nur den Workshop überbleiben, sondern auch nach anderthalb Stunden da bleiben, nicht nach Hause gehen, sondern aufräumen und eine Nachbesprechung machen an einem Samstag. Ja, also das ist einfach Motivation pur. Die Ausbildung, das Zusammenarbeiten und die Projekte, die wir gemacht haben. Das Allerbeste ist, glaube ich, zu sehen, wie die Schüler wachsen mit ihrer Aufgabe und mit ihrer Rolle als Medienscout einer Schule. Die Hürden gemeinsam überspringt. Mit Leuten zusammenarbeitet und mit ihnen gemeinsam dann eine Lösung für ein Problem findet. Zusammenhält und sich ja nicht entmutigen lässt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, ne? Ja, gut. Die sinnvolle Arbeit mit Jugendlichen. Interessant. Erfolgreich. Spannend. Cool. Total cool. Total cool. Schule am Puls der Zeit. Das Projekt Medienscout gehört an jede Schule.